So, herzlich willkommen zurück beim Let's Play Together 4 mit Stormy. Jetzt ist wieder euer bester Freund dran. Ja, wir haben uns gefragt, was wir hinter dieser Ecke finden. Ich sehe jetzt schon ein bisschen Munition. Und eine Weste, die holen wir uns auch gleich mal. Und ein Medipack. Wunderbar. Gegen die Wand laufen, Medikit einsammeln. Nicht, da kommen wir schon mal nicht durch. Gehen wir doch mal. Oh, ein Laptop! Und der funktioniert noch! Mit Facebook! Facebook! Nicht Facebook. Ich! Ich darf nicht reden, jetzt werde ich auch noch beschuldigt. Schussfester Laptop! Die will ich auch haben. Was war das? Schon irgendwas vom Schreibtisch gefallen. Na, wie spät haben wir es denn? Oh, es fehlt noch eins. Ist es eigentlich nachts oder nicht? Doch, ich denke mal, das ist nachts. Und erschreckenderweise kommt es fast sogar zur Aufnahmezeichnung. Es ist jetzt 12:30 hier. Dann bleiben wir jetzt so lange hier stehen, bis es Viertel nach eins ist. Ne, ich hab nicht. Oha! Ein Telefon, wo nicht drauf gesprochen wurde. Selten. Oder einfach einer, der unbeliebt war. Oh, jetzt ein schönes Sprite. Jetzt ein schönes Sprite. Cola? Fanta! Ja, alles ausverkauft. Die Gangster waren schneller als wir. Oh, schön, schön. Wunderbar. Du, ich frage mich nur gerade, in was für ein Gebäude sind wir eigentlich, dass hier überall Granaten einfach mal so rumliegen? Ich weiß es auch nicht. Komme ich von hier? Ja. Hat sich die Uhrzeit verändert? Da ist auch eine Uhr. Scheint auch Viertel nach eins zu sein. Ach, die Zeit vergeht einfach nicht. Schlimm, schlimm. Und hier ist es mittlerweile 2:30. Oh. Oh ja. Ich glaube, das heißt mal wieder Gegner. Oh ja. Erstmal ducken. Bück dich hoch. Nein. Scheiß nachladen. Alleine ich gehe hier im Docken einfach mal vorbei. Macht ja nichts. Und keiner trifft. Oh, du Schwein, du! Komm her! Und sonst so? Wie geht's hier so? Die war noch mal hauen. Ich bin alt. Ah. Wer schießt auf mich? Und sonst so, wie geht's hier? Bam! So mitten in der Schlacht. Super! Wie ist denn das Wetter bei dir? Bewölkt. Na super. Also ich hab hier Sonnenschein. Wo bist denn du gerade? Bei mir zu Hause, nachts 12:30, Sonnenschein. In meinem Kopf. Schutzbunker. Kommt man hier rein? Nein. Kipping. Aber hier drin ist doch bestimmt irgendwas. Ja! Mist, voll. Mehr als 10 Medipacks kann man nicht mitnehmen, ne? Nein. Das heißt, jedes Mal, wenn du jetzt ein Medikit findest, einfach einmal heilen und dann das neue mitnehmen. Ja. Würde ich sagen. Weil man läuft ja sowieso kaum zurück. Feuerlöscher!
Ich will mitnehmen. Zur Sicherheit wäre es gut, nach der Explosion vorhin. Ja. Nein. Wasser. Das Grauen des Wassers. Ich will nicht. Du's jetzt. Wow. Oh, Glück. Na toll. Ich krieg nicht die Scheiß-Szenen bestimmt wieder. Ah. Nett. Ich glaube, du kriegst Besuch von Alma. Nein. Ich liebe ja diese Hintergrundkulisse bei 4, ne? Alles ist so düster. Und du hast mit X eine Taschenlampe. So. Medical. Z. Und mitnehmen. Das sieht nämlich jetzt nach einer Horror-Passion aus. Da war sie. Taschenlampe. Musik. Ja, da hat irgendwann seine Arme nicht verändert. Leitern werden völlig überbewertet. Ja. Hier war sie gerade. Stimmt. Erstmal aufladen lassen. So was? Ah! Jetzt ist der Schatten, du Vollpfosten. Nein. Nein. Jump. Jump. Nimm dir dein Leben. Jump. Ja. Nein. Hilfe. Intervall 3. Eskalation. Schwerer Widerstand. Situation. Der 4-Einsatzagent hat eine zweite Replikantenkompanie angegriffen und die feindlichen Streitkräfte ins Chaos gestürzt. SSEGD-Teams bereiten den Angriff auf das Hauptquartier von Amacham vor. Die Stärke des Feindes ist momentan unbekannt. Die in Auburn gefundene Leiche wurde eindeutig als Charles Haberger identifiziert. Ein Forscher bei Amersham. Mission. Primäres Ziel bleibt die Eliminierung von Paxton Vettel. Sekundäres Ziel. Das Missionsziel des Feindes in dem Gebiet zu ermitteln. Vorwärts wie Nahkampf, alt und ist mir zu kompliziert. Das ist die Lenkung voll vor. Nein, aber ich habe menschliche Überreste gefunden. Ohne Labor nicht zu identifizieren. Das kann er nicht sein. Seine Vitalwerte sind etwas ungewöhnlich, aber er lebt definitiv. Er muss dort irgendwo sein. Ich sehe mich weiter. Toll. Das lohnt sich auch nicht, das jetzt einzusetzen. Muss ich hier lang? Ja, ich glaube ja. Leer aufspringen. Kann ich auch. Yeah. Killer. Schatten. Ich weiß. Wirf eine Granate rein. Durchs Fenster. Niemals. Hey. Ich glaube, der ist tot. Ah, meinst du? Also ich würde es ja überleben, ne? Wenn nicht. Ja, er. Och Mann. Warum so viele Lebenkills? Weiß ich auch nicht. Sie hat Angst vor ihm. Oh, hab ich mich erschrocken. Wasser? Oder erstmal hier? Nee, da muss ich lang. Oder? Wo? Hier? Scheint so, wenn da ein Checkpoint kommt. Ja, dann musst du da lang. Gucken wir doch mal noch mal rum. Kann man glaube ich auch lang. Oder? Anscheinend. Oh, das war der Schatten.
Fernschütze. Kollege! Du bist ja auch hier zum Töten, oder? Wollen wir uns nicht zusammenschließen? Rückenkratzer sind echt. Boah. Geil. Der Stormy sitzt neben mir und kratzt erstmal mit dem Rückenkratzer seinen Rücken. Stinkt ihn echt gut. Das hat mir gehört, tut mir egal. So, Munition einsammeln. Boah. Boah, damit kann man sogar Nacken kraulen. Boah. Guck mal, falls du mal keinen Bock hast, jemanden zu kraulen, mach's einfach so. Oh. Oder Kopfkratzen. Nee, mach mal hier vorne. Boah, das ist so cool. Hey. Schön die Filzläuse aus den Haaren raus. Ja, wenn du mal zu faul bist, deinen Arm zu hoch zu heben, um Kopf zu kratzen, benutzt du das Ding. Guck. Ich hoffe, man hört uns auch alles. Man hört uns auch alles? Ja, genau. Das ist mein Deutsch. Ich darf das. Oh. Oh, wir haben mal wieder einen verpassten Anruf. Kann ich nicht mehr als 5 nehmen? Anscheinend nicht. Schweinerei. Meinst du, willst du 10 Kilo Granaten mitnehmen? Ne, Freitagabend, da muss ich leider so in so einem Haus hier hängen und ein paar Leute erschießen. Tut mir leid, Herbert. Wie ist das? Weiß ich nicht. Kurzzeitgedächtnis, grüßt. Ganz freundlich. Wo muss ich denn lang? Okay. Die Frage hat sich gerade erledigt. Guck mal, Augenpieksen geht auf. Au! Die Szene. Oha. Miese Headshot. Oben rechts ist glaube ich auch noch einer. Nee, der läuft jetzt noch oben rechts. Ah, ich kann vorher sehen. Oha. Ich unterstütze dich seelisch, indem ich eine Hand auf deine Schulter nehme. Die Kratzhand. Genau, die Kratzhand. Schulternklopfen. Achtung! Gegenseitiges Schulternklopfen. Ich glaube, ich habe da hinten auch noch einen gesehen. Und ich glaube, ich sollte mal den Rückenkratzer aus der Hand nehmen. Hallo. Ich glaube, der dachte, ich komme von woanders. Deshalb heißt es hier eigentlich auch ein Auge in den Nacken pflanzen, ne? Eigentlich ja. Habe ich aber auch nicht. Hast du etwa ein Auge im Nacken? 3. Ich habe sie dir bloß noch nie gezeigt. Boah, habe ich mich vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Bam! Bam! Irgendwas hat geblitzt. Hast du es auch gesehen? Ah, du Penner! Ey, da ist die Granate explodiert. Hast du es gesehen? Machen wir jetzt einen auf Hitman. Oder auch nicht. Jetzt. Komm her! Bam!
Klick kannst du da auch schießen. Nö. Nicht? Okay. Und abwechselnd. Kommt her! Und wie es weitergeht, ne? Das denke ich mal, seht ihr in der nächsten Folge von 4. Bis denn, euer bester Freund. Tschüss.